رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، möge Allah سبحانه وتعالى von uns allen annehmen. Möge Allah سبحانه وتعالى uns auf dem richtigen Weg festigen. Das geht, barakallahu fikum, Unterricht. Und der Unterschied zwischen einem sogenannten Motivationsvortrag und Unterricht ist klar. Ein Motivationsvortrag oder sozusagen ein Vortrag ist etwas, das einer redet und die anderen hören zu und manche werden berührt, manche nicht und dann geht man nach Hause. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Meistens lernt man daraus nicht so viel. Aber ein Unterricht ist dafür da, dass man die Religion besser lernt und dass man wirklich den Islam besser versteht. Und dass man sich vorbereitet, dass man eines Tages, dass man auch weiter unterrichten kann. Und dieses Wissen, was man gelernt hat, weiter gibt. Barakallahu fikum, unsere Religion ist Religion des Wissens. Und ohne Wissen, mach was du willst. Ohne Wissen wirst du niemals schaffen. Also wir sehen heute zum Beispiel in manchen Ländern, dass die Zahlen der Muslime so viel sind. Und wir sehen auch, dass sie motiviert sind, dass sie viel leisten. Aber ohne Wissen werden diese Leute niemals das Ziel erreichen, dass sie Allah allein und einzig anbeten. Weil derjenige, der unwissend ist, ist immer von den anderen abhängig. Und derjenige, der unwissend ist, kann schnell in die Irre geführt werden und kann schnell sich selber irren. Deshalb, das Wissen ist da, damit wir den Islam richtig praktizieren, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala allein einzig anbeten. Und ohne dieses Wissen, werden die Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, werden die Leute so leben wie die Tiere. Und ohne die Ulama werden die Leute wie im Wald leben. Deshalb, barakallahu fikum, man merkt heute, zutage, oder in den letzten, sage ich jetzt auch Monaten, das war vielleicht vor einem Jahr nicht so oder vor zwei Jahren nicht so. Es gab wirklich viele Brüder hier in Deutschland, viele Schwestern, die nach Wissen gesucht haben. Aber in den letzten Monaten, man merkt, dass die meisten kein Wissen haben wollen. Was sie haben wollen, ist schöne Geschichte, wie gute Nachtgeschichte oder eine Geschichte für Kinder. Oder die wollen ein paar Wörter, ihr seid die Besten, ihr seid super, Allahu Akbar, alle zusammen schreien. Das wollen die meisten heute zutage hören. Oder die wollen was anderes hören, die wollen auch das hören, ihr seid schon im Paradies, aber ihr sollt euch die Farbe eurer Häuser im Paradies wählen. Das wird, als ob man schon mit Sicherheit im Paradies ist. Und die wenigsten sind diejenigen, die nach Wissen suchen, weil sie das verstanden haben. Diese Wörter sind, barakallahu fikum, kein Angriff gegen eine Person und keine Kritik an andere Leute, sondern das ist eine Tatsache, die wir heute merken, feststellen, dass viele Muslime nicht, dass sie ihre Religion nicht verstehen
und dass sie auch sich die Mühe nicht machen, dass sie den Islam verstehen. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat in seinem Sahih ein Kapitel, das heißt Babun al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Das Wissen kommt der Tat oder der Handlung und dem Wort vor. Bevor du was sagst, bevor du was praktizierst vom Islam, musst du erstmal Wissen haben. Was machst du überhaupt? Was tust du? Für wen wirkst du und was willst du erreichen, indem du den Islam praktizierst? Und wenn man diesen Sinn nicht verstanden hat, dass man dafür Wissen braucht, dann gebe ich ein Beispiel vom Leben. Ein Beispiel vom Leben. Wenn wir zu jemandem kommen und sagen, kannst du bitte uns eine Tür bauen? Der sagt, ja, ich habe niemals in meinem Leben eine Tür gebaut. Und ich weiß nicht, wie man eine Tür baut, aber kein Problem, ich mache dir die Tür. Wirst du sowas akzeptieren? Du wirst normalerweise sagen, ja, aber mindestens, du sollst das machen, das machen, das machen. Eher, du sollst das und das und das machen. Du hast ihm hier Wissen gegeben. Du hast ihn erklärt. Gibt es einen Meister, der seine Meisterprüfung bekommen hat, ohne dass er gelernt hat? Gibt es einen Doktor oder einen Arzt, der operieren kann, ohne dass er Medizin gelernt hat? Gibt es einen Ingenieur, der ein Haus bauen will, ohne dass er gelernt hat? Aber warum gibt es dann in der Religion Leute, die über den Islam sprechen, ohne dass sie gelernt haben? Katastrophe. Aber la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. So barakallahu fikum, was wir machen, ist ein Unterricht. Damit man mehr Wissen bekommt, damit wir auch zusammen uns erinnern. Weil die beste Ermahnung in unserer Religion ist Ermahnung des Wissens. Wenn du deine Religion lernst, das ist die beste Ermahnung eigentlich. Aber weil die meisten Leute heutzutage das nicht verstehen, denken sie, dass die beste Ermahnung Geschichten wären. Das heißt, wenn man Geschichten erzählt, er hat das gesagt, ich habe das gemacht, wir waren dort, er kam, er ging und so weiter. Weil das keine Mühe braucht. Ja? Da braucht man sich nicht sozusagen anzustrengen oder bemühen. Aber wenn man nach Wissen suchen möchte, da sagt man, man muss seine Knie beugen, auf dem Boden sitzen und lernen. Und dann wird man etwas. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Jeder muss für sich selber entscheiden, was er macht. Und was festzustellen ist, barakallahu fikum, mittlerweile gehen wir in eine neue Zeit hier, mindestens in Deutschland. Die neue Zeit heißt Stars und Hip-Hopper und Sänger, die für den Islam werben. Und wenn das nicht Katastrophe ist, dann kenne ich keine andere Katastrophe als diese. Weil eines Tages diese Leute, die werden die Leute in die Irre führen. Und am Ende werden die Leute suchen, was sollen wir hier machen? Was sagt unsere Religion? Da werden sie 50 Meinungen hören und keine einzige Meinung basiert auf Koran und Sunna. Und du wirst so, das wird so geschehen, und erinnert euch an diese Wörter, was ich euch sage. Das wird so werden, heute wird jemand was sagen und morgen wird er sagen, naja, gestern habe ich das gesagt, ich war so müde. Aber heute habe ich was anderes, ich habe was gelesen, dann habe ich meine Meinung geändert. Dann Abend wird er sagen, ja trotzdem, ich nehme meine Meinung von vorgestern. Das wird sozusagen, jeder sagt, was er will. Natürlich, weil wenn jemand sitzt und alle Leute, die sagen ihm, super, gut, mach weiter. Und die Person fühlt sich bestätigt, dann wird diese Person weitermachen. Und diese unwissenden Leute, die ihm folgen, die gehen in die Irre und der geht selber in die Irre. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min sudur al-nas. وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله سبحانه وتعالى nimmt das Wissen von den Herzen den Leuten nicht so einfach,
Das wird weggenommen. Das Wissen wird weggenommen, dadurch die Gelehrten sterben. Und wenn die Gelehrten sterben, dann bleiben Leute, die unwissend sind. Aber für die Unwissenden, die anderen Unwissenden, wären sie wissend. Dann werden diese Leute, die unwissend sind, gefragt und die antworten ohne Wissen. Sie gehen irre und sie lassen die anderen irre gehen. Und wenn das nicht unserer Zeit ist, dann kenne ich keine andere Zeit, die so ist. Übrigens, diese Überlieferung haben damals die Gelehrten in der Zeit von Abu Hanifa und Imam Ahmed und Imam Shafi'i, die haben diese Überlieferung gesagt, das ist unserer Zeit. Wären diese Leute in unserer Zeit, was würden sie sagen? Allah alam, ob sie uns als Muslime betrachten werden. La hawla la quwwata. Tazabarakallahu fikum. Dieses Angebot ist für die Leute, die ernst meinen. Keiner wird gezwungen, an einem Unterricht teilzunehmen, das er nicht will. Jeder muss für sich selber entscheiden. Willst du lernen, dann herzlich willkommen. Willst du nicht lernen, dann gibt es genug. Es gibt, schaut mal, in Berlin gibt es Diskos, in Berlin gibt es Fußballvereine, in Berlin gibt es Motivationsvorträge, in Berlin gibt es genug Kantinen hier in Berlin. Kantinen groß und ein kleine Nische, das ist für das Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Jeder muss für sich selber entscheiden, barakallahu fikum. Unsere Unterrichte sind zum Teil ein bisschen schwer. Die sind zum Teil ein bisschen schwer. Und man weiß, ich meine, die Brüder, die seit ein paar Jahren bei mir in Leipzig lernen und die machen mit, die wissen genau, dass wir bestimmte Themen bis heute sozusagen, es gibt noch Schwierigkeit, diese Themen zu verstehen oder wirklich richtig jetzt mit diesen Themen umzugehen. Aber so ist das Wissen. Heute 10%, nach einem Jahr 20%, nach 3 Jahren 40%, nach 10 Jahren 50%, nach 15 Jahren vielleicht 60-70%, verstehst du? Und so ist das Wissen. Nicht von heute auf morgen alles. Nicht von heute auf morgen alles. Und das ist schrittweise, langsam. Und barakallahu fikum, etwas sollte man, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, verstehen. Al-Imam Ahmed sagte, ta'addabna, wir haben erstmal die Regeln für das Wissen, 15 Jahre gelernt. Dann haben wir mit dem Wissen angefangen. Aber heute ist die Fatwa sofort. Und eins werde ich niemals in meinem Leben vergessen, Wallah. Das habe ich euch erzählt und sage ich nochmal. Wir waren einmal in Düsseldorf. Ich habe einen Vortrag gehalten. Und ein Bruder kam zu mir, der hat gesagt, es gibt jemanden, der den Islam annehmen möchte. Der will den Islam annehmen. Ich habe gesagt, okay, herzlich willkommen. Er hat gesagt, kannst du mit ihm reden? Ich habe gesagt, willst du den Islam annehmen? Ich habe gesagt, nach dem Unterricht kannst du. Oder vor dem Unterricht. Hat er den Islam angenommen? Der hat den Islam angenommen. Und dann, subhanallah, jemand hat mir eine Frage gestellt, bezüglich, dass man eine Kette trägt. Kette trägt. Und da wollte ich die Frage beantworten. Bevor ich das beantwortet habe, dann schrie derjenige, der den Islam gerade angenommen hat. Der hat gesagt, das ist Schirk. Ich habe nicht geglaubt, was ich gehört habe. Ich habe gesagt, gerade hast du den Islam angenommen. Und jetzt machst du Fatwa? Aber diese Methode ist heute aktuell in Deutschland. Das ist, was heute verkauft wird auf dem Markt. Das Markt. Es gibt Marktanteil. Marktanteil für Internet und Werbung und Rapper und Nasheed ist mehr. Das heißt, wären wir eine Gruppe von Nasheed, glaubt mir, dann wäre die Lage anders. Das bedeutet, die Leute würden... Und du merkst das normalerweise, wenn du heute im Internet einen Vortrag stellst in YouTube, geh mal für Vorträge. Und wenn es ein bisschen sozusagen Nasheed, diese Gesänge dabei sind,
Die meisten Fragen gehen, wo finde ich dieses Neschid? Sag mir bitte, wo ist die Link von diesem Neschid? Das geht nicht. Was sagt er, was macht er und sowas? Nein, Neschid. Wo ist Neschid? Wo ist Gesang? Und so weiter. Das sind bestimmte Themen, die man feststellen muss, damit man weiß, was das Niveau von den Leuten ist. Und ich sage, das hat barakallahu fikum mit Erziehung, mit Niveau zu tun. Derjenige, der ein Niveau, sozusagen Unterkellerniveau haben will, der sucht nach solchen Themen. Aber derjenige, der ein richtiges Niveau in Wissen haben möchte, der sucht nach anderen Themen. Der will die Beweise kennen und wissen, was gesagt wird, irhamukallah, und was gemacht wird und so weiter. Und deshalb musst du für dich selber entscheiden, welche Gruppe oder welches Niveau du in deinem Leben haben willst. Willst du von diesen Leuten sein, die nur Muslime heißen, mit Ausweis, die uns kaputt gemacht haben eigentlich? Oder willst du von diesen Muslimen, sogenannten Muslimen sein, die den Islam angreifen und die schlecht über ihre Religion sprechen? Oder willst du von den Leuten, die nur klatschen und schreien und die folgen jedem, egal wer. Was ihm gefällt, folgt er. Ob das richtig ist, nicht richtig, stimmen würde, nicht stimmt, egal. Mir ist diese Person sympathisch, dann mache ich, was diese Person sagt. Willst du das sein? Oder willst du derjenige sein, der nach dem richtigen Wissen sucht, der schaut immer, was steht in Koran und Sunna, und der hat das richtige Verständnis von Koran und Sunna. Nicht jeder, der sagt dir heute Koran und Sunna, dann ist er automatisch auf dem Weg von Koran und Sunna. Keiner wird heute sagen, ich bin nicht auf dem Weg von Koran und Sunna. Qadiani mittlerweile, Qadianiya, diese sogenannten Ahmadiyya, die mit Konsens der islamischen Nation keine Muslime sind, die sagen, wir folgen auch Koran und Sunna. Mittlerweile höre ich von Shia, die sagen, wir sind die richtigen Salafiyya. Ja. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Mittlerweile hören wir das von Hezbollah oder von hier. Bei euch in Berlin gibt es genug von diesen, die nicht unterscheiden können zwischen Fernseher und Kühlschrank. Ahbash. Ich meine, möge Allah subhanahu uns bewahren. Nein, es gibt genug Leute, die sowas behaupten. Deshalb barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aufpassen. Berlin natürlich ist ein Sumpf. Wal'iyadu billah. Möge Allah uns bewahren. Ihr habt hier alles, was ihr wollt. Ihr habt Al-Mutaraddiya, Al-Natiha, Ma'akal al-Subuh, alles habt ihr. Das macht ihr keinen Kopf. Das war ein paar Minuten als Vorwort. Damit wir ein bisschen. Jetzt werden wir anfangen, barakallahu fikum, eigentlich mit dem Unterricht. Es gibt Hadith-Bücher. Diese Hadith-Bücher, die machen für uns die Quellen der Religion, weil unsere Religion eine Basis hat. Und die Basis des Islam ist Koran und authentische Sunna vom Propheten zusammen. Zusammen. Wir trennen nichts zwischen Koran und Sunna. Aufpassen. Koran und Sunna sind zusammen und die bleiben zusammen und die sind die Quelle der Religion. Deshalb, barakallahu fikum, Koran ist klar, wir haben den Koran, das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sunna ist natürlich, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, gesagt hat, entschieden hat und so weiter. Und die Gelehrten des Islam, sie haben Angst gehabt, dass die Sunna vom Propheten, Sunna ist der Weg des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, was er gesagt hat, gemacht hat, entschieden hat. Wir haben Angst gehabt, dass diese Sunna durch Feinde des Islam und durch Heuchler, dass diese Sunna verfälscht wird. Was haben sie gemacht? Dann haben sie die Sunna gesammelt. Und diese Sammlung von der Sunna hat angefangen zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Amr ibn al-As ging zum Propheten, der hat ihm gesagt, oh Prophet, ich schreibe alles, was du sagst. Der Prophet sagte, schreib. Er hat ihm gesagt, manchmal aber regst du dich auf und manchmal freust du dich. Der hat ihm gesagt, fil ghadabi wal rida, wala aqulu illa haqqa. Das bedeutet, schreib alles. Wenn ich mich aufrege oder wenn ich mich
so gefreut habe. Schreib alles, weil ich immer die Wahrheit sage. Und das ist der klare Beweis, dass die Sunna zur Zeit vom Propheten auch geschrieben worden ist. Später wurde die Sunna geschrieben von Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, und dann barakallahu fikum von Imam Malik und von den Gelehrten des Islam und nach den vier Rechtgelehrten, die bekannt sind, das wird Malik, Abu Hanifa Malik, Al-Shafi'i Ahmed, gab es eine Bewegung, eine starke Bewegung in der islamischen Nation in dieser Zeit, dass die Sunna aufgeschrieben wird, damit die Sunna nicht verloren geht. Und unter anderem gibt es einige Gelehrten des Islam, einige Hadith-Gelehrten, wenn wir sagen Hadith, Überlieferung, das wird die religiöse Tradition. Diese Leute haben Bücher, Hadith-Sammlungen zusammengefasst. Natürlich das stärkste ist Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dann Muslim. Und dann gibt es Leute, vier Gelehrten, die nennt man Ashabus Sunan. Also diese Leute, die haben Bücher geschrieben und die hießen Sunan so. Zum Beispiel Sunan al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah. Und diese vier großen Gelehrten, die sind Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nasai, ibn Majah. Und deshalb man sagt heutzutage, es gibt sechs Bücher, oder früher, Entschuldigung, hat man das gesagt, es gibt sechs Bücher. Diese sechs Bücher, die sind am wichtigsten, das heißt nicht nur diese sechs. Es gibt, barakallahu fikum, tausende von Hadith-Sammlungen, das wird Büchern. Aber diese sechs sind extra für die Muslime. Und zwar Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasai, Ibn Majah und Al-Tirmidhi. Diese Barakallahu Fikum, die Gelehrten, die haben die Hadithe gesammelt und dann gibt es in manchen Büchern, bei Al-Bukhari Muslim ist sowieso der Sahih-Teil, authentisches Teil ist authentisch, da braucht man sich hier keine Sorgen zu machen. Aber bei zum Beispiel Abu Dawud oder bei At-Tirmidhi, das ist was anderes. Und wir werden inshallah anfangen. Ich habe Barakallahu Fikum, ich mache in Hannover die Erklärung von Sahih Muslim. In Stuttgart haben wir Erklärung von Sahih al-Bukhari. Und inshallah in Berlin machen wir Erklärung von Sunan Abi Dawud, Abu Dawud, Suleiman ibn al-Ash'ath, al-Sijistani. Und der hieß Abu Dawud, der war in al-Basra im Irak. Weil in dieser Zeit das ganze Wissen oder fast die ganzen Gelehrten in Irak waren. Da waren so viel. Deshalb sagte Schafi einmal, der hat gesagt, was soll ich in einem Land machen? Der Friseur von ihnen ist ein Mujtahid. Der kann sich in Islam sozusagen anstrengen und Urteile ableiten. Die waren so von Wissen. Es gab Universitäten, es gab Schulen. Die Gelehrten waren, ein Gelehrter, das war al-Barbahari, der hat einmal, der nieste einmal, da hat man ihm gesagt, Yarhamukallah, der Khalif war in seinem Palast, der hat das gehört. Er sagt, was ist los, wer ist das? Überlegt euch, ja, wir sind da, ich nieße jetzt, ich sage Alhamdulillah, er sagt Yarhamukallah und im Bundestag hören die Leute. Ja, خير إن شاء الله. أبو داود إيه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق أبو داود الأزدي السجستاني محدث البصرة. تكمت أو سجستان سجستان بارك الله فيكم إس هويت استاغن ديزيس جبيت وو إيراك إيران ون ديزن إن ديزن جبيت استس. Er wurde im Jahre 202 nach der Auswanderung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam geboren. 202 nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam geboren. Und er war immer auf der Reise wegen
wegen Wissen. Und er war in Irak, in Khorasan, das wird heute Iran, in Syrien, in Ägypten und in Al-Jazeera war er. Und er hat von vielen Gelehrten gehört, wie zum Beispiel Yahya ibn Ma'in und Ahmed ibn Hanbal. Und manche Gelehrten haben von ihm auch überliefert, wie zum Beispiel At-Tirmidhi und An-Nasa'i. Dieses Buch, was Abu Dawud, oder diese Hadith-Sammlung, was Abu Dawud, rahimahullah, gesammelt hat, er hat das aus 500.000 Hadithen. Er hat 500.000 Hadithen, der hat sie alle geprüft und er hat dieses Buch, Barakallahu fikum, geschrieben. Abu Bakr al-Khatib, ein Gelehrter, sagte, es gibt kein Buch, was so viel Wissen hat und so aufgebaut ist in seiner Zeit, wie das Buch von Abu Dawud, das wird Kitab As-Sunan. Weil Abu Dawud sehr viel hier geleistet hat, Barakallahu fikum. Abu Dawud sagte, ich habe die authentischen Hadithe hier erwähnt oder gesammelt, auch die ähnlich zu authentischen Hadithen sind oder die näher zu authentischen Hadithen sind. Das heißt, der hat gesagt, ich habe versucht, sozusagen alles authentisch zu sammeln, aber es gibt auch etwas, was nicht so ganz authentisch ist. Und das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht alles bei ihm authentisch. Und er sagte, rahimahullah ta'ala, und für einen Menschen genügen 4 Hadithe. Willst du deinen Islam praktizieren? 4 Hadithe sind genug für dich. Das erste ist Al-A'malu bin-Niyyat. Die Taten entsprechen den Absichten. Das zweite, zum guten Islam eines Muslims gehört, das zu verlassen, was ihn nicht angeht. Das dritte, du bist nicht ein guter Muslim, solange du deinem Bruder das wünschst, was du dir selbst wünschst. Und das vierte, das Erlaubte ist eindeutig und das Verbotene ist eindeutig. Barakallahu fikum Abu Dawud. Ich will jetzt nicht über die Person viel sprechen, weil ich eher mit den Hadithen mich beschäftigen will. Abu Dawud Barakallahu fikum war ein großer Imam, der großes Wissen gehabt hat, rahimahullah ta'ala. Deshalb sagte Ibn al-A'rabi, ein Großgelehrter, der sagte, wenn ein Mann nur den Koran kennt und das Buch von Abu Dawud hat, dann ist es genug. Da hat man das ganze Wissen. Natürlich, diese Wörter von den Gelehrten, die sind sozusagen Lob. Das ist Lob. Die meinen das nicht so. Sie meinen damit, dass dieses Buch hat so viel Wissen, dass man sagen könnte oder sagen würde, dass Koran und das Buch von Abu Dawud genug wären. Aber natürlich, das ist immer nicht genug, weil ein Buch von Sunna ist nicht immer genug, sondern das Wissen ist in diesen vielen Büchern. Barakallahu fikum, man hat gesagt, Abu Dawud war so ähnlich zu Imam Ahmed. Der war auf seinem Weg und er war stark in dem Wissen und er hat immer dem Weg von Salaf gefolgt und er hat die Sunna praktiziert. Er starb im Jahre 275, das wird 73 Jahre lebt er, 275 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kann in anderen Büchern, barakallahu fikum, natürlich lesen über die Geschichte und das Leben von Abi Dawud, aber wir wollen, barakallahu fikum, was anderes anfangen, und zwar wir fangen an bi'iznihi ta'ala mit Kitab At-Tahara, Kitabu At-Tahara. Das ist das Buch der Reinheit,
von Sunan Abi Dawud. Übrigens auch sein Sohn war ein Großgelehrter. Der Sohn von Abu Dawud war auch ein Großgelehrter. Das sind, die waren Familien, die waren Familienbetrieb. Damals, Wallah. Meine, der Vater ist Großgelehrter, der Großvater Großgelehrter, der Sohn Großgelehrter, der Onkel, wie Ibn Taymiyyah, seine Familie, die sind alle. In, so, in diesem Zusammenhang, die waren Großgelehrten. Sein Großvater war ein Großgelehrter, sein Vater und so weiter. Barakallahu fikum, Kitab al-Tahara, das ist das Buch der Reinheit, wenn wir jetzt Tahara mit Reinheit übersetzen dürfen. Reinheit, wir haben zwei Reinheiten. Wir haben zwei Reinheiten, prinzipiell. Die erste Reinheit ist die innerliche, dass dein Herz rein ist. Dass sein Herz kein Neid hat, keine Arroganz hat, dass du gut von den anderen denkst, dass du im Herzen nicht schlecht bist. Und das ist die beste Reinheit und die wichtigste Reinheit in unserer Religion. Die zweite Reinheit ist die äußerliche Reinheit. Es gibt auch manche Gelehrten, die sagen, die Reinheiten sind vier. Al-Ghazali zum Beispiel, als er darüber gesprochen hat, hat gesagt, es gibt vier Arten von Reinheit. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, die erste Reinheit ist die innerliche, das ist nicht unser Thema. Aber unser Thema ist die Reinheit der äußerliche. Das heißt, dass du kein Schmutz und kein alles, was unrein ist, dass du das nicht in Berührung damit bekommst, was nicht rein ist oder unrein ist, wie zum Beispiel Urin, oder Stuhlgang und so weiter. Bab al-Takhalli inda qada'i al-Haja. Ich werde nicht die ganzen Überlieferungsketten erwähnen. Ich werde nicht sagen, Haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi und so weiter, das sage ich nicht. Ich sage sofort, an al-Mughira ibn Shu'bah zum Beispiel, an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idha dhahaba al-Madhhaba ab'ad. وعن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد بارك الله فيكم Das erste ist باب التخلي عند قضاء الحاجة Wenn man Notdurft hat, dann sollte man sich entfernen von den Leuten, dass man nicht gesehen wird. التخلي bedeutet, dass man allein ist. Das wird, dass man weit von den Leuten ist und dass man allein ist. Früher gab es nicht das, was wir heute haben. Das wird, da hat man einen Toilettenraum oder ein Bad. Früher war das anders. Die Leute haben, das war Wüste und die Leute sind nach draußen gegangen und natürlich, das war, wenn sie Notdurft gehabt haben. Al-Mughira ibn Shu'bah, Radwanallah alayhi, erzählte, der Prophet, als er draußen war, das wird wegen Notdurft, dann ist er weit gegangen. Warum weit gegangen? Damit die Leute ihn nicht sehen. Das war damals, als sie keinen Platz gehabt haben. Später haben die Leute was anderes gehabt, dass sie Kenif gehabt haben. Das wird so wie ein kleiner Raum. Und das war wie heute, was wir sehen als Toiletten. Und dann später hat man sich entwickelt, die Lage bei den Leuten, und die haben neben ihre Häuser, was sie gebaut haben, sie haben einen Toilettenraum gehabt. Aber trotzdem, die haben das weit von den Leuten gemacht. Und das hat zwei Gründe hauptsächlich. Einmal, dass man nicht gesehen wird, und zweitens auch, dass es wegen Geruch und so weiter. Jabir, radwallahu alayhi, erzählte an Jabir ibn Abdullah, an der Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idha arad al-buraz intalaqa hatta la yarahu ahad. Das wird, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach draußen gegangen ist, um Notdurft, sallallahu alaihi wasallam ist so weit gegangen, dass keiner ihn sieht. Das heißt, heutzutage auch, wenn du zum Beispiel auf Autobahn bist oder wenn du zum Beispiel auf Reise bist, dann versuch, wenn du zum Beispiel, wenn es keine Toilette gibt, dann versuch weit zu sein von den Leuten, dass die Leute dich nicht
sehen. Babun au babur rajul yatabawwa li baulihi. Das zweite, barakallahu fikum, das ist ein Kapitel, dass der Mann, wenn man zum Beispiel uriniert, dass man einen Platz extra nimmt und so weiter. Aber die Überlieferung, die hier erwähnt worden ist bei Abu Dawud, ist schwach. Ist schwach. Ich sage diese Überlieferung nochmal, aber die Überlieferung ist schwach, bitte. Weil es gibt eine Person in der Überlieferungskette, die unbekannt ist. Die unbekannt ist. Majhul. لما قدم عبد الله ابن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. Das heißt, Barakallahu fikum, Abdullah ibn Abbas, als er nach Basra, nach Al-Basra heute im Süden vom Irak, gekommen ist und die Leute haben von Abu Musa al-Ash'ari erwähnt und erzählt, überliefert, dann hat Abdullah ibn Abbas ihm einen Brief geschrieben, damit er ihn nach bestimmten Themen fragt. Abu Musa al-Ash'ari hat ihm zurückgeschrieben, dass er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte urinieren, dann hat er eine Wand neben einer Wand dort uriniert und er sagte, wenn jemand von euch urinieren will, dann sollte er einen Platz nehmen, das würde einen bestimmten Platz immer nehmen für urinieren. Aber diese Barakallahu fikum Überlieferung ist schwach und weil das schwach ist, dann lassen wir. Drittens, das wird der dritte Kapitel, Babu ma yaqulu ar-rajul idha dakhala al-khala. باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. Das heißt Kapitel, was man sagt, wenn man Toilettengang, heute in unserer Sprache, Toilettengang hat oder macht. Also wenn man nach draußen geht oder notdurft. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كذلك بارك الله فيكم الأحاديث الخامس والسادس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بارك الله فيكم. كابيتل 3. Was sagt man, wenn man Notdurft hat oder wenn man nach draußen geht, um Toilettengang? Anas radiallahu anhu erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte zu sagen, als er Notdurft hat, sallallahu alaihi wasallam, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir von Al-Khubuthi wal-Khaba'ith. Al-Khubuth, da sagt man, das ist der Shaitan, Teufel, oder die männlichen Teufel, Wal-Khaba'ith, die sind die Frauen von Shaitan, oder die weiblichen Teufel. Also es gibt weibliche und männliche. O Allah, suche Zuflucht bei dir vor Al-Khubuth. Normalerweise bedeutet Bosheit, Bösen. Aber das geht hier darum, Barakallahu fikum, um Teufeln. وعن زيد بن أرقم von زيد بن أرقم von unserem Propheten صلى الله عليه وسلم, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, diese Löcher, also früher, als man Toilettengang machen wollte oder als man urinieren wollte, da hat man ein Loch gesucht oder hat man dort uriniert. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, diese Löcher
Die haben etwas, das heißt, es kann sein, dass jemand drin ist. Wer ist jemand drin hier gemeint? Das wird entweder Djinn oder vielleicht Tiere, Schlange oder Skorpion und so weiter. Deshalb, wenn jemand von euch Notdurft hat, dann sollte man sagen, ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor Al-Khubuth und Al-Khaba'ith, vor dem Teufel und den weiblichen Teufeln. Wallahu a'lam. Na. Babu Karahiyat istiqbal al-Qibla inda qada' al-Haja. Kapitel, es ist unerwünscht, die Richtung von Qibla zu nehmen, wenn man Notdurft hat. Das ist beim Toilettengang nach unserer heutigen Sprache. An Salman, قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستنجي باليمين وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا آتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة وعن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله أما الحديث العاشر فهو منكر عن معقل ابن أبي أو عن معقل ابن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط هذا الحديث منكر ضعيف وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فلا بأس بارك الله فيكم تسكيت ان ديزن حديثا تسكيت 7 8 9 10 11 Salman Radwallah Alihi hat erzählt. Und pass auf hier, das ist sehr wichtig. Diese Überlieferung ist schön. Salman ist aus Persien. Salman ist Perser. Und die Perser damals, die waren eine große Macht auf dieser Welt. Es gab zwei Mächte, große Mächte auf dieser Welt. Es gab die Römer und die Perser. Und die Araber, die waren schwach, die waren gegeneinander. Und es gab eine Gruppe von Arabern, die waren an der Seite von Persern und die andere, die war an der Seite von den Römern. Und die Araber selber, die haben Krieg gehabt gegeneinander wegen Persien und wegen Römern. Salman war Perser und Salman hat den Islam angenommen. Und natürlich die Perser, die haben damals Hochmut gehabt, dass sie... Und arrogant waren sie. Ich meine, wer sind diese Araber? Der arabische Dichter kam nach Persien, der hat ein bisschen Geld, Münzen, hier Goldmünzen oder Silber genommen. Und er hat das genommen, der hat die Leute gelobt. Auf einmal kommen diese Araber, barfuß, zerrissene Bekleidung, Schwert durcheinander, keine gekämmte Haare,
Und was machen diese Leute auf einmal? Wal-iyad, subhanallah. Was machen diese Leute? Sie befreien Persien von Götzendienerei und sie befreien Persien von Feuerdienerei. Deshalb, barakallahu fikum, das heutige Persien auch will das Feuer wieder haben. Aber aufpassen. Aufpassen heutzutage. Das geht heutzutage auch um ein Projekt oder um einen Plan, dass man der Reich von Großpersien von damals wieder herstellt und das wird Schiismus missbraucht, um die Ziele und Zwecke dieses Projektes zu verwirklichen. Khamenei, Najat, Khomeini, das geht ihnen nicht um, die kümmern sich nicht um Islam, das geht nicht um Islam. Das geht um Wiederherstellen von Persienreich. Da soll man aufpassen, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Sie haben jetzt Irak angenommen, sie haben einen Teil von Libanon angenommen und sie wollten Syrien annehmen, aber möge Allah subhanahu wa ta'ala Syrien befreien, dass sie nicht schaffen in Syrien. So, barakallahu fikum, aufpassen, natürlich, das ist nicht politisch jetzt, was ich sage, sondern das ist eine Tatsache. Warum? Weil das auch mit diesem Thema zu tun hat. Sie haben zu Salman gesagt, du bist doch Perser. Und ihr Araber, was wart ihr? Was waren diese Araber? Euer Prophet hat euch auch beigebracht, wie sie sich waschen und was sie tun, wenn sie Notdurft haben. Dann sagte Salman, Allahu Akbar, der sagt, ja, er hat uns beigebracht. Und er hat uns beigebracht, er hat uns verboten, dass wir, wenn wir urinieren oder Notdurft haben, das Stuhlgang, dass wir die Richtung von Qibla nehmen. Dass wir die Richtung von Qibla, das wird von Mekka, nehmen. Und er hat uns verboten, dass wir nicht mit der rechten Hand uns sauber machen. Nach Toilettengang. Und dass keiner von uns sich sauber macht unter drei Steinen. Was ist drei Steine? Ich erkläre es euch nachher. Und dass wir kein Kot von Tieren benutzen oder Knochen. Das andere Hadith, Abu Huraira erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich erkläre es euch dann die Hadithe nacheinander. Erstmal nur ein Bild von den Hadithen. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, ich bin für euch oder ich nehme für euch die Stellung wie ein Vater. Deshalb die Gelehrten oder die Talabat al-Ilm, die sagen, den großen Gelehrten heute, die sagen Walid. Zum Beispiel die Schüler von Sheikh Ibn Baz, die haben ihm gesagt, Vater oder Al-Walid, Sheikh Ibn Baz. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Der sagt, ich bin für euch, ich nehme für euch die Stelle wie der Vater. Und ich bringe euch bei. Wenn jemand von euch Notdurft hat, dann sollte man die Qibla, die Richtung von Qibla, nicht nehmen. Und da sollte man die Qibla nicht hinter sich auch haben. Das wird weder in Richtung Qibla oder entgegengesetzte Richtung. Und man sollte nicht mit der rechten Hand sich sauber machen. Und wenn man Steine benutzt, dann mindestens drei Steine. Und da darf man nicht Kot von Tieren benutzen in diesem. Barakallahu fikum, Ar-Rawth wa-Rimmah. Das sind Kot von Tieren, etwas, was klein ist. Zum Beispiel wie die Tiere, die klein Kot haben. Wie zum Beispiel jetzt Schafe und sowas. Oder wenn das groß ist, zum Beispiel wie die Kühe. Das erklären wir und dann machen wir weiter, inshallah. Das geht, barakallahu fikum, darum erstmal, wenn du auf Toilette gehst, dann solltest du nicht die Richtung von Mekka nehmen. Oder Entgegenrichtung nehmen. Man sagt erstmal, was sagt man, wenn man reingeht? Sagen wir, A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'ith. Das ist dein Bittgebet. Du gehst mit der linken
mit dem linken Fuß rein und du kommst mit der rechten raus, dann sagst du dies mit Gebet. Was hat der Prophet uns noch beigebracht? Wir sollten die Richtung von Qibla nicht nehmen. Dann, dass man nicht mit der rechten Hand sich sauber macht. Und dann kommt die Sache mit diesen drei Steinen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Ort bist, wenn du an einem Ort bist und es gibt keine Möglichkeit, dass du Wasser benutzt oder du hast kein Toilettenpapier dabei und du hast nur Steine, dann kannst du dich sauber machen nach Notdurft oder urinieren mit Steinen. Drei Steine. Die sollen nicht scharf sein, damit du dich nicht verletzt. Und du kannst drei Steine mitnehmen und du machst dich sauber. Da manche werden sagen, brauchen wir sowas? Ich sage ja. Manchmal hast du überhaupt keine Möglichkeit. Du hast kein Wasser, du hast kein Toilettenpapier und du musst, du hast Toilettengang. Was sollst du tun? Deshalb benutzt das drei Steine. Warum drei Steine? Weil die Gelehrten sagen, dadurch bist du sauber. Und er hat uns verboten, dass wir uns sauber machen mit Kot. Normalerweise man nennt das für Kot von Tieren wie Kuh. Ihr seht, das ist groß so. Das benutzt man nicht. Oder Azm. Al-Azm. Barakallahu fikum, Knochen. Du darfst nicht Knochen benutzen. Warum? Weil Knochen, das sind, barakallahu fikum, für eure Brüder von Al-Jinn, das ist ihre Nahrung. Die Jinn ernähren sich an Knochen. Und man sagt, Kot von Tieren ist die Ernährung für die Tiere von den Jinn oder ihre Transporttiere. Das bedeutet, wir haben Menschen und Tiere, die Djinn auch haben das Gleiche. Wir essen und unsere Tiere essen anders, als was wir essen. Und das ist auch bei Djinn das Gleiche. Sie essen diese Knochen und ihre Tiere essen Kot von unseren Tieren. Deshalb hat der Prophet gesagt, benutzt nicht Knochen für Sauberkeit nach Toilettengang. Der Prophet sagte dann, Hadith Abu Huraira, wenn jemand von euch zu Notdurft kommt, dann sollte man die Qibla nicht nehmen, nicht diese Richtung. Das heißt, bei euch die Qibla ist so. Man sollte nicht in diese Richtung oder in diese Richtung. Das wird so, so. Okay? Das ist die Bedeutung. Abu Ayyub hat auch etwas erklärt, und zwar, wenn ihr Notdurft habt, dann nehmt ihr nicht die Richtung von Qibla. Oder wenn ihr auch uriniert oder Notdurft habt, Stuhlgang oder urinieren, nicht die Richtung von Qibla, sondern Sharriqu wa Gharibu. Nach Westen oder nach Osten. Nach Osten oder nach Westen. Dann sagt ihr, wir waren dann in Syrien, in Damaskus. Dann haben wir die Toiletten von den Leuten gesehen dort, die waren in Richtung von Qibla. Deshalb haben wir uns ein bisschen umgedreht und wir haben Allah um Verzeihung gebeten. Und dann kommt die Aussage von Ibn Umar, das nehmen wir nachher. Was bedeutet hier Sharriqu Gharibu? Das wird. Wo waren die Leute? Die waren in Medina. Und der Prophet sagt ihnen, nicht in Richtung Qibla, nicht in Richtung Mekka und nicht in Gegenrichtung. Wo ist die Medina von Mekka? Die meisten Muslime wissen, wo Rom ist, aber die wissen nicht, wo Medina ist. Medina ist da, Mekka ist da. Das bedeutet, Mekka ist südlich von Medina, Medina ist nördlich. In Saudi-Arabien. Das sind näher zum Roten Meer. Okay? Der Prophet sagte, West, Ost. Für uns in Deutschland gilt das Gleiche? Nein. Und das ist ein Beispiel,
dass der Muslim die Religion verstehen, richtig verstehen muss. Weil einige Leute, die nicht verstehen, die werden diese Überlieferung so nehmen, wörtlich, West-Ost. Wenn du West-Ost machst hier, dann machst du das in Richtung Qibla. Weil unsere Qibla hier in Deutschland ist zwischen Süd und Ost. Das bedeutet, wir sollen nicht in diese Richtung machen, sondern in den anderen Richtungen. Jetzt, wenn jemand in Irak ist, wenn jemand im Irak ist, wo ist Mekka für diese Person? Passt auf, Irak ist da und Mekka ist da. Das heißt, Westen. Mekka ist im Westen vom Irak. Hier, der Prophet sagte, Scharriqu wa gharribu. Osten und Westen. Gilt das für die Iraker? Die Leute, die im Irak sind? Oder in Ägypten sind? Oder in Sudan? Nein. Für sie gilt Nord und Süd. Weil die in Richtung Westen oder Osten beten. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte den Islam richtig verstehen, barakallahu fikum, wenn man den Islam richtig praktizieren will. Der sagte, dann waren wir in Syrien, in Damaskus, und die Leute haben ihre Toiletten in Richtung Mekka gehabt. Aber deshalb haben wir uns ein bisschen gedreht, dass wir nicht in dieser Richtung, und wir haben Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung gebeten. Natürlich, barakallahu fikum, dass man Stuhlgang oder uriniert in Richtung die Qibla, dass es bei manchen Gelehrten ist verboten, bei anderen Gelehrten ist das erlaubt und bei manchen Gelehrten ist das unerwünscht. Und diese Aussage, unerwünscht, ist vielleicht die korrekteste in diesem Zusammenhang. Warum? Weil hier dann der Hadith von Ibn Umar kommt, dass Ibn Umar, der war auf seinem Transportvieh und er saß und er urinierte in Richtung Qibla. Dann habe ich ihm gesagt, Marwan al-Asfar sagte, ich habe ihm gesagt, wir wurden doch verboten, dass wir das tun. Da hat ihm gesagt, ja, das ist, wenn du im Freien bist. Wenn du im Freien bist. Und da gibt es nicht etwas vor dir. Aber wenn zwischen dir und Al-Qibla etwas ist, dann kein Problem. Das ist die Aussage von Ibn Umar. Und danach kommt, barakallahu fikum, Bab al-Rukhsati fi dhalik. An Abdullah ibn Umar, قال, لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وعن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. Barakallahu fikum, das heißt, die beiden Hadithe, Abdullah ibn Umar sagte, ich bin auf die Decke von dem Haus oder aufs Dach vom Haus gegangen und ich habe den Propheten vom Weiten gesehen. Der Prophet sallam, war draußen für Notdurft in Richtung Beit al-Maqdis. Das heißt in Richtung Al-Aqsa-Moschee. Und Al-Aqsa ist nach Norden. Und der Prophet sallam, sagte, nicht nach Norden, nach Süden, sondern nach Osten und Westen. Und dann, barakallahu fikum, auch die andere Überlieferung von Jabir ibn Abdullah, der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, dass wir die Qibla Richtung nehmen, wenn wir urinieren. Und ich habe ihn gesehen, bevor er starb, ein Jahr, dass er uriniert in Richtung Qibla. Das heißt, aus diesem, barakallahu fikum, Überlieferungen, man kann sagen, es gibt Hadithe, die das verbieten, es gibt Hadithe, die das erlauben, es gibt Taten oder Handlungen, die das erlauben, Handlungen, die das nicht erlauben und Hadithe, die das nicht erlauben. Manche Gelehrten sagen,
wir nehmen das Wörtliche, weil das stärker ist. Der Prophet hat es verboten. Andere sagen, wir nehmen die Tat, weil die Tat stärker ist. Der Prophet hat das gemacht. Und andere sagen, wenn der Prophet etwas sagt, macht ihr das nicht. Und er macht das, das bedeutet, dies ist unerwünscht für uns. Deshalb, wenn du weißt, wo die Qibla ist, dann lieber nimmst du nicht die Richtung von Qibla und nicht entgegen Richtung Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und wir stoppen hier bi'idhnihi ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Was wir heute gelernt haben, wenn man Notdurft draußen verrichten möchte, dann sollte man sich entfernen von den Leuten. Eins. Zweitens, wenn man auf Toilette geht, dann sollte man Bittgebet machen, mit der linken Fuß gehen, sagen, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Dann drittens, man sollte nicht die Richtung von Mekka nehmen oder Entgegenrichtung nehmen. Wenn das Haus schon so gebaut ist, dann könntest du dich ein bisschen bewegen in eine andere Richtung. Das sind Themen. Wenn du das behältst, dann Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Erstmal habt ihr Fragen? Na. Dann, wenn du auf Toilette sitzt, dann ein bisschen schräg. Aber wenn das so gebaut ist, auch wenn du so, sage ich jetzt, Toilettengang hast, dann kein Problem, weil du davor etwas hast, wenn man die Ansicht von Ibn Umar radhiyallahu alayhi nimmt. Na. Fick. Zum Beispiel, wenn du einen Baum vor dir hast. Ja? Aber pass auf, nicht einen Baum, wo die Leute drunter sitzen. Dann werden die Leute dich verdammen. Ja, nee, nee, das ist ein Hadith, nicht lachen. Der Prophet sagte, taqul la'anein. Das fürchtet, dass die Leute euch verdammen. Wenn man uriniert im Schatten vor den Leuten oder auf ihrem Weg, oder wenn man dort Notdurft verrichtet. Aufpassen. Ah, okay, Entschuldigung. Der Bruder sagt erstmal, was ist, wenn jemand, wenn die Wohnung so angerichtet ist, dass die Toilette in Richtung wirklich Qibla ist, was sollte man machen? Dann könnte man sich ein bisschen sozusagen drehen, dass wir das zur Seite drehen. Ja. Der Erklärung, die zweite Frage war, mit was von Gegenstand sollte davor sein, damit man nicht mehr im Freien ist, was Ibn Umar radhiyallahu alayhi sagte. Zum Beispiel wie ein Baum vor dir oder ein, sage ich jetzt, eine Hecke. Aber bitte aufpassen, der Muslim sollte nicht, barakallahu fikum, im Schatten urinieren oder Stuhlgang Notdurft verrichten, wenn die Leute dort im Schatten sitzen oder barakallahu fikum, auf dem Weg der Leute, weil dies ein Grund wäre, dass die Leute dich verdammen. Sagen, möge Allah ihn verdammen, wer hat das gemacht? Deshalb sagte ittaqul la'anik. Das heißt, es gibt zwei Themen, die dazu beitragen, dass die Leute dich verdammen, dass du urinierst und so weiter. Subhanallah. Schaut mal, das ist auch vier. Das bedeutet, wir sind Hygienevolk eigentlich. Und die Sache ist nicht so, aber in unseren Ländern, la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Der Dua, den Sie genannt haben, wer ist hier für das Treten der Toilette? Sollte man das auch sagen, wenn man im Freien ist? Yes. Wenn man im Freien ist, auch sagt man dieses Bittgebet? Ja. Wann sagt man das? Wenn du sozusagen dich setzen willst, dann kannst du das sagen. Allahumma inni a'udhu bika.
Es gibt, das kommt später ein Hadith, der das klar belegt. Na. Moment, Moment. Du warst vor, bitte. Was, wenn man nicht auf der Toilette sitzt, sondern man macht zum Beispiel Wudu, darf man Bismillah im WC-Bereich sagen? Im WC-Bereich sagst du nicht. Wenn im Becken, im Bereich des Beckens, Toilettenbecken, sagst du das nicht. Aber wenn du am Waschbecken bist, dann kannst du Bismillah sagen, kein Problem. Na. Passt auf, die Sache ist so, wenn mit drei Steinen man merkt, dass es nicht sauber geworden ist, dann benutzt man nochmal drei Steine. Ja. Der Bruder sagt, wenn man mit drei Steinen nicht sauber geworden ist, darf man noch drei Steine benutzen? Ja. Oder was sollte man machen? Man darf drei Steine nochmal benutzen, bis man sozusagen beruhigt ist, dass alles sauber ist. Fick. Lumsklo, ja. Ja. Und die sind jetzt nur in die Richtung gegangen. Also was sollte man da machen, weil es ja so klein und eng ist? Sich ein bisschen drehen. Das ist so, dann machst du so. Ja, also die manche sind ja ganz gut. Lag Allah, die kommen jetzt, nimm die Sache nicht pro Millimeter. Nicht pro Millimeter. Das bedeutet etwas, dass man nicht in dieser Richtung ist. Nein. Ja, es gibt Mauer vor dir. Ja, deshalb habe ich dir gesagt doch. Die Sache ist so, das hängt davon ab, welche Ansicht von Gelehrten du vertrittst in diesem Zusammenhang. Also wenn man sagt, ja, sowieso, das ist erlaubt, weil man Mauer hat. Oder weil man zum Beispiel schon ein Haus vor sich hat. Das ist kein Problem. Oder wenn man sagt, ja sowieso, du machst die Tür zu und das ist ein Raum und das ist kein Problem. Ja, wenn du diese Ansicht vertrittst, dann kein Problem. Aber allgemein besser für dein Herz, damit du nicht das Gefühl hast, dass du einen Fehler begangen hast, dann machst du das. Wallahu ta'ala, ala, ala. Wenn ich bete und merke, ich muss auf die Toilette, muss ich dann das Gebet abbrechen? Ja, wenn du wirklich so großen Druck hast, dass du auf Toilette gehen musst und du wirst nicht mehr dich konzentrieren in deinem Gebet, dann brichst du dein Gebet ab, gehst du auf Toilette, machst du neu Wudu und fängst du wieder mit dem Gebet an. Habe leider nicht gehört, warum man nicht im Schatten Notdurft verrichten soll, weil wenn die Leute im Schatten sind, passt auf bitte, das war so früher oder heute auch, zum Beispiel, es gibt ein paar Gärten und, oder sage ich jetzt Grünstücke und die Leute, die kommen und sie sitzen im Schatten, diese Bäume, und wenn du dort dein Notdurft verrichtest, dann werden die Leute sich ekeln und die werden nicht mehr dort sitzen und die werden dich beschimpfen. Oder wenn du das auf dem Weg von den Leuten machst. Normalerweise ein Muslim muss der sauber sein und er darf nicht den anderen Schaden zufügen.